Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kranken Part von Fran Bo. Wir sind gerade in diesem Krankenhaus, was auch immer, und haben die Nummer 7 gezogen, womit wir vermutlich noch ewig lang warten müssen. Dieser werte Herr hier hat die Nummer 2 und die hätten wir gerne, also reden wir nochmal mit ihm. Siehst du den Bildschirm? Bla bla bla, ich bin gleich dran. Das große Auge hat es mir verraten, es sieht alles. Ja, das kann ja, also es muss doch irgendwas mit dem Auge zu tun haben, davon gehe ich jetzt mal ganz stark aus, aber eigentlich bin ich da vorher schon mal hingegangen und habe mit dem Auge geredet. Ich hoffe, du findest deinen Kater, Freund. Kann ich das hier auf dich verwenden, Okula? Nein. Moment. So, benutzen. Wäre es möglich, dass wir unsere Nummern tauschen? Ich habe die 7. Ich würde ja gerne helfen. Aber jetzt bin ich dran, mir selbst zu helfen, also nein. Wäre es möglich, dass wir unsere Nummern tauschen? Ich habe die 7. Das ist aber nicht praktisch für mich. Tut mir leid. Nein. Siehst du den Bildschirm? Ich habe Nummer 2. Ich bin gleich dran. Wäre es möglich, dass wir unsere Nummern tauschen? Ich habe die 7. Nein, ich muss wissen, ob ich Schmerzen habe. Ich muss wissen, welche Krankheiten ich habe. Was wäre, wenn ich herausfinde, welche Krankheit du hast? Gibst du mir dann deine Nummer? Klar doch, falls ich immer noch hier bin, wenn du zurückkommst. Ich meine, die reden die ganze Zeit von dem Auge, aber irgendwie... Jetzt geht was. Ernsthaft, man musste erst versuchen zu tauschen. Jetzt geht's. Ach, super. Entschuldige bitte, ich brauche deine Hilfe. Natürlich brauchst du die. Was kann ich für dich tun? Kannst du mir sagen, an welcher Krankheit die Kreatur mit der Nummer 2 leidet? Er sitzt im Wartezimmer und wartet. Lass mich mal sehen. Ah, ich sehe ihn. Aber wie ich das sehe, ist das keine echte Krankheit. Es sind nur Kopfschmerzen, verursacht durch ein niedriges Agonie-Level. Wow. Aber kann ich ihm irgendwie helfen? Ich brauche seine Nummer. Ja, du musst nur so viele Tränen weinen, bis diese Flasche gefüllt ist. Aber vergiss nicht, die Tränen müssen durch echten Kummer verursacht sein. Das ist kein Problem. Ich stecke gerade in einer sehr schwierigen Lebenssituation. Ich dachte, alles würde besser werden, wenn Katerchen und ich nach Hause kommen. Aber jetzt ist alles so verwirrend. Tante Grace ist vollkommen verrückt. Mit ihr zu reden war grässlich. Ich hatte ihr wirklich vertraut. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Mabuka meinte, ich wäre für etwas auserwählt, aber dann ist sie wieder eingeschlafen und beantwortet meine Fragen nicht mehr. Ich brauche mein Katerchen. Die Umarmung von Mr. Midnight sind mein größter Trost im Leben. Ich will ihn einfach finden, damit wir zurück nach Itiesta gehen und dort glücklich leben können. Wunderbare Schmerzen, so tief. Ein tolles Bild, ich liebe es. Oh, diese Bilder sind alle so cool. Die Flasche ist jetzt gefüllt mit Tränen. Gib sie der Kreatur, die deine Nummer hat. Dankeschön. Sehr freundlich. Geh nun, die Zeit wartet auf niemanden. Danke, ich gehe jetzt. Wiedersehen. Sehr, 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 sehr freundlich von dir. Oh mein Gott, wie scheußlich. Eieieiei. Na gut, dann bitteschön, benutze Flasche mit Tränen auf Patient. Hier, trink das, dann fühlst du dich viel besser. Oh, versuchst du mich zu vergiften? Haha, wie reizend, mal sehen. Das schmeckt wie das tiefgründigste und dunkelste Elixier, was ich je getrunken habe. Gib mir mehr. Nein, lass mich in Ruhe, du hast versprochen, mir die Nummer zu geben, wenn ich dir helfe. Na schön, hier hast du sie. Yay, die Nummer 2. Und danke, deine Tränen schmecken absolut köstlich. Oh ja, ich bin dran. Das muss die Nummernanzeige sein. Danke schön. Abgeschlossen, bla bla bla. Husch, du bist noch nicht dran. Doch, ich bin dran, hier.
Hallo, Patient Nummer 2. Wir werden tun, was wir können, um dich zu retten. Hast du einen Termin? Naja, nicht wirklich. Du hast doch gesagt, ich soll eine Nummer ziehen und warten. Tut mir leid, wir helfen keinen Kranken ohne Termin. Aber ich bin nicht krank. Ich habe mein Katerchen verloren und will ihn einfach nur finden. Eine verlorene Katze. Keine Sorge, das ist eine natürliche Reaktion auf deine Krankheit. Du hast aber Glück. Viele verlieren stattdessen ihren Verstand. Glück gehabt, aber wie komme ich dann an einen Termin? Ach, ruf mich einfach an. Hier ist meine Karte mit der Telefonnummer. Sind Sie verrückt? Rufen Sie uns an 01221 217 276. Na, Gott sei Dank weiß ich schon, wo das Telefon steht. Aber warum muss ich dich anrufen? Warum kannst du nicht jetzt einen Termin machen? Das wäre dumm. Denn jetzt warte ich darauf, dass du mich anrufst. Ah, na schön, dann rufe ich eben an. Okay, okay. Okay, dieses Mal weiß ich zumindest, was zu tun ist. Das Telefon war hier, glaube ich. Ja, hier war's. Die Nummer wird mir sogar angezeigt. Das ist schön. Oh, hallo. Ja, du hast gesagt, ich soll anrufen, um einen Termin zu machen. Pff, hier spricht Friend Bo. Ja, ich habe jetzt Zeit. Nein. Ja, ich habe ein Augenpaar. Wirklich? Okay. Dann in einer Minute. Sehr schön. Danke. Tschüss. Ja, wiederhören. Wundervoll, damit wäre geklärt, warum hier ein Telefon rumsteht. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, was man damit machen muss. So. Hallo, Patient Nummer 2, hast du einen Termin? Ja, ich heiße Friend Bo und habe jetzt meinen Termin. Lass mich mal im Archiv nachschauen. Ja, hier stehst du. Der Doktor kommt gleich. Geh einfach durch die Tür rechts von dir. In Ordnung, danke. Eieieiei, das war jetzt eine Nummer. Hallo, freundlicher Mann. Tut mir leid, habe ich dich erschreckt? Du wirkst ziemlich bleich. Puh, ja, was für ein Albtraum. Du siehst aus wie ein gesunder Mensch. Oh, danke, würde ich sagen. Wenn es dir nichts ausmacht, ich habe jetzt einen Termin. Es macht mir nichts aus, denn es geht mich nichts an. Okay. Wo er recht hat, hat er recht. Oh, dich kenne ich doch. Du hast noch nicht beschlossen, deinem Leben ein Ende zu machen. Genügt der Schmerz nicht? Du bist Remor, nicht wahr? Ich hatte noch keine Gelegenheit, mich richtig vorzustellen. Leider kann ich in der dritten Realität nicht lange gesehen werden. Ich bin Remor, die schreckliche Schwärze, der Prinz der Dunkelheit. Ich weiß, wer du bist. Tu nicht so, als wäre nichts passiert. Hast du meine Eltern ermordet? Wo ist mein Kater? Was hast du Dr. Dirn angetan? Ich genieße es, das Leid aus deinen Augen tropfen zu sehen. Ich ernähre mich davon. Du bist die Manifestation meiner Wünsche. Ich kann dich für das benutzen, was ich will. Du stehst unter meinem Einfluss. Das ist nicht wahr. Nicht mehr. Ich lasse nicht zu, dass du mich reinlegst. Sag mir, warum hast du meine Eltern ermordet? Warum? Du nimmst an, ich hätte etwas so Schreckliches getan. Ich habe dich in jener Nacht vor meinem Fenster gesehen. Du musst es getan haben. Du verlässt dich zu sehr auf deine Augen. Hast du noch nicht gelernt, dass die menschlichen Rezeptoren schwach sind? Dein Körper ist fragil, leicht zu korrumpieren. Nein! Das kann nicht sein! Hör auf! Ich war es nicht, wirklich nicht! Ich war es nicht! Hör auf, bitte! Wer war es, mein Liebling? Wer hat deine Eltern getötet? Das stumpfe kleine Viech muss leiden und sterben, bevor es zum Stern wird. Ich habe meine Eltern getötet. Habe ich nicht.
Dieses Monster will mich reinlegen, ich weiß es. Hier sind wirklich alle verrückt. Ich muss Katerchen finden und abhauen. Ein Tank voll mit Wasser, gut. Falls ein Kamala vorbeikommt, weiß ich, was ich tun muss. Oder falls ich durstig werde. Warum hat das Gehirn zwei Seiten? Das Gehirn hat viele verschiedene Teile. Es ist wie eine empfindliche Maschine. Das Gehirn hat viele verschiedene Teile, bla bla bla. Die Wirbelsäule, die haben alle Menschen gemeinsam. Ich kann jederzeit ein Gespräch so starten. Wunderbar. Hallo, wir haben beide eine Wirbelsäule. Ist das nicht super? Oh ja, so muss ich auch Gespräche starten. Das ist cool. Hihi, ohne Haut würden wir wirklich merkwürdig aussehen. Sehr gut, ich kann nur hier weitergehen. Dann. Du bist doch der gute Doktor. Was haben wir hier so? Da muss jemand wirklich auf Gehirne und Köpfe stehen. Röntgenaufnahmen. Das muss Dr. Dierns Kopf sein. Du bist in Ordnung, Dr. Dierne. Kein Wahnsinn. Der alte Mann schon wieder, Dr. Oswald. Da haben wir eine Spritze. Eine Spritze. Da ist eine rote Flüssigkeit drinnen. Was kann das sein? Der Inhalt hat die gleiche Farbe wie meine Tabletten. Kann das sein? Das brauche ich nicht. Reden wir mal mit unserer Katze. Katerchen, mein Lieber, ich bin für dich da. Geht's dir gut? Katerchen, antworte mir. Was ist los mit dir? Miau, miau. Warum redest du nicht mit mir, Mr. Midnight? Bitte tu mir das nicht an. Schnur? Sprich mit mir, Mr. Midnight. Das ist nicht lustig. Das liegt an diesem Ort hier, oder? Du musst hier raus, damit du wieder mit mir reden kannst. Ich bring dich nach Iterster, mein Lieber. Palontras kann uns helfen. Ich verspreche dir, nichts wird uns wieder trennen. Miau. Ich bin gleich wieder da. Ich muss Dr. Dierne helfen, okay? Er scheint in Schwierigkeiten zu stecken. Diese Knöpfe machen gar nichts. Was macht der Hebel? Autsch, ein Elektroschock. Ich glaube, das lasse ich lieber. Kann ich einfach die Spritze auf ihn benutzen? Ja. Hihi, vielleicht weckt ihn das auf. Aha. Aha. Aha, interessant. Ah, verdammt, was war das? Keine Sorge, Dr. Dierne, ich bin's, Fran. Ah, was? Ich sehe kaum etwas. Fran Bow, Sir, aus dem Oswald Asylum. Wir sind auf dem Friedhof, erinnerst du dich? Fran, was ist passiert? Warum bin ich an einen Stuhl gefesselt? Was hast du getan? Oh, ich versuche dir zu helfen, Sir. Das große Monster hat dich hergebracht. Wir müssen weg. Bitte, Fran. Monster? Ich habe keine Lust auf Spielchen. Na gut, dann war es kein Monster. Lass mich dir einfach helfen. Aber was macht sie hier? Ich dachte, sie hätten sie in Ketten gelegt. Ah, aber das habe ich doch getan. Ich habe ihnen doch gesagt, dass sie schwer zu bändigen ist. Wollen sie, dass ich sie loswerde? Mich loswerden? Tante Grace, warum redest du so? Wer ist dieser alte Mann? Wie reizend. Du klingst genau wie deine Mutter, als sie jung war. Meine Mutter? Kennst du sie? Wer bist du? Ich bin Dr. Oswald Harrison. Ich weiß alles über dich, Fran. Oswald? Aus dem Oswald Asylum? Ja, Fran. Genau der. Aber woher weißt du von meiner Mutter und meiner Tante? Nun, vor vielen Jahren habe ich die fantastische Komplexität von Zwillingen studiert. Lucia und Grace waren Teil meiner Studie. Beide halfen mir, den Schlüssel zum Erfolg zu finden. Der Schlüssel? Hast du gewusst, dass meine Mutter und mein Vater ermordet wurden? Ja, natürlich. Remor hat großartige Arbeit geleistet. Seine Manipulationskräfte sind außergewöhnlich. Ich verstehe nur nicht, wie du so ruhig deswegen sein kannst. Immerhin warst du diejenige, die das Messer gehalten hat. Ich bin nicht ruhig, Sir. Ich wusste die ganze Zeit, dass es Remor ist. Aber warum jagt er mich? Remor ist die Manifestation deiner Schwäche. Eine blinde und mächtige Manifestation deiner Ängste. Aber
Warum sollte das Monster meine Eltern töten? Weil deine Eltern meiner Arbeit in die Quere gekommen sind. Aber ich habe dir in Wahrheit einen Gefallen getan. Du leidest. Und Schmerz ist verbunden mit Wachstum und Stärke, Fran. Oswald, bitte. Tun wir einfach, was wir tun müssen. Tante Grace, bitte sei doch nicht böse auf mich. Wir sind eine Familie. Lass uns gehen. Mein Katerchen und ich finden einen anderen Ort, ohne dich zu behelligen. Bitte, lass uns einfach gehen. Ja, du hast recht, Fran. Tut mir leid, dass ich so gemein zu dir bin. Na komm, wir gehen jetzt. Dr. Dearn, geht's dir gut, Sir? Sir, wach auf! Bitte, Dr. Dearn, wach auf! Lebst du noch? Sir! Ah, was kann ich nur machen, um ihn aufzuwecken? Kann ich ihn nochmal schocken? Naja. Geh mit deiner Tante, Fran. Ist es nicht das, was du willst? Okay. Fran, meine Liebe, hör mir zu. Du musst wissen, dass Dr. Oswald nur das Beste für dich will. Als Lucia mit dir schwanger war, wusste er, dass du ein ganz besonderes Mädchen wirst. Er hat uns aufgetragen, uns gut um dich zu kümmern, aber deine Mutter hat uns verraten. Sie wollte dich vor uns verstecken. Sie dachte, wir wollten dich töten, aber das ist nicht wahr. Dr. Oswald will nur das Beste für dich. Aber dafür musst du ihm erlauben, ein kleines Experiment an dir auszuführen. Und dann ist alles wieder gut? Natürlich gibt es da doch eine Sache, um die wir uns kümmern müssen. Dieser kleine Verräter muss weg. Nein, nein, Katerchen. Komm schon, Fran, hör auf zu heulen. Die Katze ist jetzt tot. Aber er war mein Freund. Warum hast du meinen besten Freund ermordet? Du hast auch dabei geholfen, meine Eltern zu ermorden, oder? Oder? Wie kannst du nur damit leben? Ich hasse dich. Ah, ich hasse dich. Hör auf, Fred. Hilfe. Hilfe. Bitte helft mir. Wage es nicht, Grace zu nahe zu kommen, du kleines Monster. Du meine Güte, sie ist völlig wahnsinnig. Bring sie mir, ich führe das Experiment durch, solange sie noch warm ist. Ich muss das Gehirn sofort entnehmen. Fran, geht's dir gut? Was haben sie ihr angetan? Sie hat versucht, mich umzubringen. Sie hatten recht, was Fran angeht, Dr. Dearn. Sie war krank. Aber sie blutet. Lassen Sie mich sie behandeln. Auf keinen Fall. Sie gehört jetzt mir. Ich warte schon seit vielen Jahren auf diesen Augenblick. Auf der Suche nach dem richtigen Kind, dem richtigen Gehirn. Und jetzt, wo ich sie habe, kann mich nichts mehr aufhalten. Oh, Fran, alles wird gut. Wer bist du? Ich bin Edward, der, über den viele Kinder reden. Aber du bist kein Mensch. Das lese ich nicht vor. Edward, ich habe ihn gefunden. Du meine Güte, halt dich von dem Mädchen fern, lass sie in Ruhe. Die kleine Fran muss geheilt werden. Glaubst du, du kannst denselben Körper benutzen? Ja, sie ist noch nicht ganz fort. Los geht's. O Mutter Mabuka, du hast dem Kind die Unschuld genommen. Fran ist nun tot und lebendig. Erwache in der Dunkelheit, Fran, und du wirst auf das Licht zulaufen können.
Ah, was ist passiert? Edward, Palontras? Mein Herz tut weh. Mr. Midnight, Wee, mein Katerchen, du lebst. Ich habe dich ja so vermisst. Bitte sag was. Fran, wir müssen jetzt gehen. Gehen? In Ordnung. Dr. Dearn, sieh doch, das sind Edward und Palontras. Ich habe dir von ihnen erzählt, weißt du noch? Ich habe dir gesagt, dass sie real sind. Siehst du? Glaubst du mir jetzt? Er kann dich nicht hören. Ich glaube, er steht unter Mabukas Macht. Wir müssen jetzt wirklich gehen. Aber kann er bitte mit uns kommen? Er war wirklich nett zu mir. Er wollte mich wirklich beschützen und mir helfen. Wir können ihn leider nicht mitnehmen, tut mir leid. Aber wir können ihn glauben lassen, dass das alles ein Traum war. Er wird aufwachen und glauben, dass nichts hiervon wirklich passiert ist. Aber er wird sich nicht an dich erinnern, Fran. Ich verstehe. Ja, ich schätze, das ist okay, solange er sicher ist. Das ist sehr freundlich. Du siehst nun endlich über dein eigenes Verlangen hinaus. Du wirst eins mit allem. Deine Eltern wären sehr stolz auf dich. Meinst du wirklich? Ach, danke, Palontras. Schicken wir Dr. Dearn jetzt nach Hause. Wiedersehen, Dr. Dearn. Lass uns gehen, Fran. Es gibt so viel, was du sehen und lernen musst. Hihi, das klingt spaßig. Gehen wir, Katerchen. Ich weiß noch immer viele Dinge nicht. Aber eins weiß ich. Dass ich zwischen Schuld und Furcht die Fröhlichkeit wähle. A game by Kill Monday Games. Yeah! Ja, was für ein super cooles Spiel. Der Artstyle extrem cool, die Rätsel interessant. Manche ein bisschen seltsam, aber alles cool. Ein richtig, richtig, richtig schönes Spiel. Also wow, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Richtig, richtig schönes Spiel. Sehr gute Atmosphäre. Interessante Story, auch wenn ich jetzt keine Interpretation dazu raushauen werde, denn das ist mir alles etwas zu seltsam und verwirrend, aber trotzdem cool. Ich sage herzlichen Dank fürs Zusehen und ich wünsche euch noch viel Spaß mit dem restlichen Abspann. Ciao, ciao!